Man betrachtet die Funktionenschar f von x gleich Alpha mal x geteilt durch x plus Beta mal Arcos-Tangens von x plus Gamma, wo Alpha, Beta und Gamma drei reelle Parameter darstellen. Die Grafik hierneben ist durch ein Programm angegeben, in dem besondere Werte, verschieden von 0 der Parameter, gewählt wurden. Klein a, finde die besonderen Werte von Alpha, Beta und Gamma, die benutzt wurden, um die Grafik zu zeichnen, wenn du weißt, dass f Folgendes vorweist. Erstens, eine horizontale Asymptote y gleich phi bei plus unendlich. Zweitens, eine horizontale Asymptote y gleich 0 bei minus unendlich. Drittens, lokale Extremwerte bei x gleich 0 und bei x gleich 1. Klein b, bestimme die kartesische Gleichung der vertikalen Asymptote, die man in der Grafik erkennt, für die im vorigen Punkt gefundenen Werte der Parameter. Durch diese erste Angabe in klein a wissen wir, dass die Funktion f eine horizontale Asymptote bei plus unendlich hat und diese horizontale Asymptote hat als kartesische Gleichung y gleich pi. Demzufolge ist der Grenzwert, wenn x gegen plus unendlich strebt, von f von x gleich zu pi. Wir ersetzen hier das f von x durch diese angegebene Summe und jetzt berechnen wir den Grenzwert bei plus unendlich von dieser Summe. Das ergibt Alpha mal, hier haben wir einen Bruch von zwei Polynomen, der Grad oben ist derselbe wie der unten, also strebt dieser Bruch bei plus unendlich gegen 1 geteilt durch 1, das heißt 1. Arctangens von x strebt bei plus unendlich gegen pi halbe. Somit ergibt dieser Grenzwert Alpha mal 1 mal pi halbe plus Gamma. Und diese Summe ist gleich pi, woraus wir schließen, dass pi mal Alpha halbe plus Gamma gleich pi sein muss. Nennen wir diese Gleichheit Gleichheit 1. Durch diese zweite Angabe wissen wir, dass die Funktion f eine horizontale Asymptote bei minus unendlich hat, mit kartesischer Gleichung y gleich 0. Demzufolge gilt, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus unendlich strebt, ist gleich 0. Auch hier ersetzen wir f von x durch diese angegebene Summe, so, und berechnen diesen Grenzwert, wenn x gegen minus unendlich strebt. Alpha bleibt Alpha, dieser Bruch strebt gegen 1 und Arcos-Tangens von x bei minus unendlich ergibt minus pi halbe. Somit führt dieser Grenzwert zu Alpha mal 1 mal minus pi halbe plus diese Konstante Gamma gleich 0. Und demzufolge gilt pi mal Alpha halbe gleich Gamma. Nennen wir das Gleichung 2 und vergleichen sie mit Gleichung 1. Hier steht Pi Alpha halbe gleich Pi minus Gamma. Und hier steht Pi Alpha halbe gleich Gamma. Woraus wir also schließen, dass Gamma Pi halbe sein muss. Und da wir jetzt Gamma kennen, können wir zum Beispiel durch diese Gleichung 2 Gamma durch Pi halbe ersetzen und so ergibt das, dass Alpha 1 sein muss. In dieser angegebenen Funktion können wir also Alpha durch 1 ersetzen und Gamma durch Pi halbe. So sieht f von x also jetzt aus. F von x ist x
geteilt durch x plus Beta mal Arcustangens von x plus Pi halbe. Diese dritte Angabe in klein a besagt, dass die Ableitung dieser Funktion 0 und 1 als Nullstellen hat. Also leiten wir diese Funktion ab. Wir berechnen f' von x. Die Ableitung dieser Summe, das ist die Summe der Ableitungen, und die Ableitung dieser Konstanten Pi halbe ist gleich 0. Bleibt also noch dieses Produkt abzuleiten. Wir wenden an, f mal g', das ist f' mal g plus f mal g'. Wir wissen, dass die Ableitung von Arcustangens von x 1 auf 1 plus x² ist. Um die Ableitung von diesem Bruch zu rechnen, wenden wir die Formel an, f auf g' gleich f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Somit finden wir als f' von x diese Summe. Das ergibt diese Summe. Wir wissen jetzt, dass f' von 0 0 sein muss. Was also bedeutet, wenn wir in dieser Summe x überall durch 0 ersetzen, so muss das 0 ergeben. Schauen wir, Beta mal Arcustangens von 0, Arcustangens von 0 macht 0, geteilt durch 0 plus Beta im Quadrat, das macht Beta im Quadrat, plus 0, geteilt durch 0 plus Beta, mal 1 plus 0 Quadrat. Daraus schließen wir, dass die Zahl Beta nicht 0 sein darf, und das ist die einzige Information, die wir hier haben. Beta darf nicht 0 sein, sonst würden wir ja durch 0 teilen. Die zweite Information ist für uns interessanter. F' bei 1 muss ebenfalls 0 sein. Also berechnen wir f' von 1, indem wir in dieser Summe x überall durch 1 ersetzen. Das ergibt dann Beta mal Arcustangens von 1, Arcustangens von 1, das ist Pi Viertel, geteilt durch 1 plus Beta Quadrat, Beta, plus 1, geteilt durch 1 plus Beta, Beta, mal 1 plus 1 im Quadrat, das macht 2. Da steht sie. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. Hier multiplizieren wir unten und oben mit 2 und hier multiplizieren wir unten und oben mit 1 plus Beta. Das ergibt dann diesen Bruch, der 0 sein muss. Hier können wir noch durch 2 kürzen und finden so, dass Beta mal Pi halbe plus 1 plus Beta 0 sein muss oder auch Pi halbe mal Beta plus Beta gleich minus 1. Wir haben diese 1 sofort rübergesetzt. Hier können wir noch Beta ausklammern und somit führt das zu Pi plus 2 geteilt durch 2 mal Beta gleich minus 1, also ist Beta gleich minus 2 auf Pi plus 2. Und demzufolge können wir in diesem f von x die Zahl Beta durch diesen Bruch ersetzen. Ist gemacht. Somit haben wir also f von x gefunden. In klein b sollen wir die kartesische Gleichung von dieser vertikalen Asymptoten für dieses f von x bestimmen. Da die einzige Nullstelle von diesem Nenner, dieser Bruch 2 geteilt durch Pi plus 2 ist, muss diese vertikale Asymptote als kartesische Gleichung x gleich diese Nullstelle haben. Übrigens, wenn wir den Grenzwert bei diesem Bruch von f von x berechnen, dann finden wir effektiv unendlich
Und somit ist diese kartesische Gleichung bestätigt. Man kann es auch noch genauer machen. Wir können den Grenzwert links von dieser Zahl berechnen. Das ergibt minus unendlich. Also, wenn x gegen diesen Bruch 2 geteilt durch Pi plus 2 strebt, aber von links, dann ist der Grenzwert effektiv minus unendlich. Und wenn x gegen diesen Bruch strebt, aber von rechts, dann muss es je nach dieser Rechnung plus unendlich sein. Schauen wir nach. X strebt gegen diese Zahl 2 geteilt durch Pi plus 2, aber von rechts, dann wird f von x effektiv immer größer und strebt gegen plus unendlich. Und somit ist diese Übung beendet.